Hey, yo, hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Chivalry Medieval Warfare. Ich bin zwar wieder euer Dolin und wir sind auf der Map Battlegrounds. Ja, übertriebenes Abverrecken. Ja, wir machen eine Teammission und müssen heute in dieser kurzen Runde versuchen, den Sprengwagen, der zu den Toren dort hinten geschoben wird, aufzuhalten. Und ja, dieses behinderte Fraps, das kann nie konstanten FPS halten. Das hat immer so 48 FPS, dann geht es kurz runter zu 30, dann zu kurz 20 und deswegen laggt es dann immer so kurz. Aber wir wollen jetzt mal hoffen, dass es wenigstens mal hier 15 Minuten durchgehend läuft, gescheit, ein bisschen einigermaßen. So, wir sind natürlich die Roten und haben den Blauen in die Luft, in die Jagdgründe geschickt, weil er sich direkt in die Luft aufgelöst hat. Und der denkt, er könnte schieben oder was? Oh je, lieber Gott, hör auf. Okay, dann bin ich ein Archer. Oh, komm her. Trau dich, komm zu mir! Ja, oh Mann, ja, komm, trau dich! Oh nein, oh mein Gott! Wir werden umringt! Oh! Ah ja, komm, lecker, der scheiß Fraps Kacke! Ja, komm, in die Eier und jetzt weiter! Oh, schade! Ja, ich habe übrigens gerade hier eine menschliche Lebensform neben mir sitzen. Die hockt neben mir. Ein Mitmenschen. Und der bringt mich gerade ganz schön zum Lachen. Ah, ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich jetzt wieder hier jahrelang Rumeinstellungen mache, bringe ich einfach hier nochmal eine Folge Chivalry. Die ist jetzt halt ein bisschen am Längen leicht, aber es dürfte ja noch in Grenzen sein. Oh, wir können Teebeutel. Okay, das habe ich schon sehr oft gezeigt in meinem Let's Play. Also Leute, wenn eine Sache sehenswert ist an Dolin Let's Plays, dann ist es das Teebeutel. Das Teebeutel ist eine große Bereicherung für euer aller Leben. Denn wenn ihr das mal miterlebt in einem Let's Play, dann seid ihr erleuchtet. So, ja. Traut euch. Kommt zu mir. Jetzt los, komm. Ja, komm her. Oh, da hat doch beinahe hier mein Tritt daneben. Ja, beinahe daneben gegangen. Hallöchen, Leute. Ich bin hier am Let's Play. Ja, ich werde hier gerade gefilmt natürlich von der Person, die neben mir sitzt. Ist natürlich auch eine wunderschöne Sache. Oh, ich wollte gerade eine Bizeps-Pose machen. Ah, kacke. Ich wollte hier gerade posen und dann, naja, egal. Okay, Leute. Jo. So läuft's bei Dolin ab. Der nimmt sich einfach mal, du kannst mal Hallo sagen, oder? Hallo. Mann, wie hast du deine Stimme nicht zu einer Frau verstellt? Hätten alle gedacht, ich hätte eine geile Freundin. Okay. So, jetzt kickt man ihn. Ja, wir haben ihn gekickt. User was kicked from the server. Ach komm noch her, du dummes Fraps. Ja. Oh je. Weißt du, der hat den Leck auf seiner Seite. Da kann man einfach nichts dagegen machen. Bizeps-Pose. Ja. Oha. Okay, Leute. Ja, sorry für das etwas verpeiltere Kommentar. Was willst du eigentlich machen überhaupt? Ja, ist wieder mal spät in der Nacht, halb drei bald, aber geht noch ein bisschen. Und den Archer, den nehmen wir uns jetzt vor. Der wird jetzt knallhart von uns aufgegessen, in Form von Tripod, ja. Ach, da kommt der Feine her und rage da rein und tötet seinen Verbündeten, den Dirt Diggler, oder wie der hieß. Naja, so kann man es natürlich auch machen. Tja, blöd gelaufen für mich. So, die Map da wird meistens verloren, wenn man im Team Mason spielt. Aber wir müssen jetzt mal versuchen, hier ernsthaft an die Sache ranzugehen und die Leute zurückzuhalten, so lange wie es geht, zurückzudrängen, und der Sprengwagen darf nicht zu dem Tor hier kommen. Und langsam läuft Fraps einigermaßen akzeptabel, was mich sehr gelinde stimmt. Es hat mein zorniges Gemüt gemildert. Oh, Alter, ich bin eloquent heute. Bin ja schon fast wieder so ein Goethe 2.0. Selbstverliebt. Oh. Ich wurde angeschossen. Versteck muss in der Scheune. Ja, die Sicherheit der Scheune. Unvergleichlich. Und unantastbar. Hey, hör auf! Ach, der wirft hier Messer. Okay. Ja, wir laden kurz das Leben auf, bevor wir in den Kampf zurückkehren. Die Burg darf nicht eingenommen werden. Hallo, mein Freund, du bist ein toller Krieger. Erstmal null kriegen. Ach, du Scheiße. Oh oh. Nicht killen lassen. Das ist immer das Wichtigste, nicht killen lassen. Was? Meine Axt ist an der Decke hängen geblieben. Ey, Junge, bist du hängen geblieben? Dumme Wikinger-Axt. Naja, schade war's. Wir tauchen mal ab. Ups, da geht's ja gar nicht so tief rein. Ja, schade. Was ist das für eine Wasseroberfläche? Ja, okay, egal.
So, jetzt hier raus in die Schlacht wieder. Auch schön da hinten die Zelte des Heerlagers. Und da haben wir wieder leckere blaue Schlümpfe. Ach man, wo sind meine Verbündeten eigentlich? Ah, da haben wir einen. Sehr gut. Da müssen wir nicht alleine auf die losgehen. Ich habe gleich eine Krampfader am Bein. Scheiße. Oh, erstmal gucken. Ah, okay, doch nicht. Wäre auch ein bisschen schade in meinem Alter. So, jetzt gehen wir mal auf den los. Und haben wir nicht und weiterkommen. Ja, schade. Der zweite hätte sitzen können. Ach ja, so machen die das hier heutzutage. Ist immer wieder typisch. Oh, da duckt er sich und sticht mich ab. Das war ja mal ein richtig geschicktes Manöver von dem. Sehr unerwartet. So, wie lange müssen wir denn noch den Sprengwagen aufhalten? 10 Minuten? Ja, hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Was war das? Was war das, ey? Ja. So, nächster Versuch. Raus da und Schatten bewundern. Die sehen schön aus. Und die nette Mauer gefällt mir auch. Muss ich sagen, schön. Ja. Gut. Da ist ein Armbrustschütze. Hallo? Ah. Ich dachte gerade, da wäre irgendwo Blauling. Blauling, ja. Die sind dauerbesoffen, immer blau. Ah, das sind die Blauen wieder mal. Ich dachte, da wäre einer hinter mir. Oh ja, komm, so Reuten. Was? Ich hab's doch abgewehrt. Das hast du doch gesehen, oder? Tja, unberechtigt, gell? Ja, okay. So. Metwurst, Leute. Oh fuck. Da haben wir leckere Brötchen, ey. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, oder ist das Brotlaibe? Oh, lecker. Essen. Oh, die, Alter, sind die hart. Da hat der Bäcker aber ein bisschen versagt, oder? Tja, steinharte Brötchen hier. Naja. Wir sollten uns wieder auf das Wichtige im Leben konzentrieren, nämlich Leute mit Äxten umbringen. Ja? Nehmt euch mal ein Beispiel daran. Das ist das einzige Wahre und Wichtige im Leben. So, da haben wir den Wagen, aber dort ist keine Person, die ihn verteidigt. Das heißt, wir stellen uns mal dahin. Alter, ich werde die ganze Zeit fotografiert. Das ist so hart. Oh, ich muss leise sein, nichts sagen. Aha. So, Metwurst. Ah, fuck, Alter. Nein, 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 nein. Oh, Bayer. Ja, komm her. Was zur Hölle? Das leckt doch, der Server leckt. Wusste. Ah, okay. Er hat sich irgendwie nicht mehr blicken lassen. Ja, komm, du scheiß Bogenschütze. Ja, trau dich halt mal, komm zu mir. Der tut die ganze Zeit hier mich beschießen von Weitem, aber hertrauen tut er sich nicht und da ist er weg. Wollte er sich ducken. Ganz schwache Idee. So, der nächste Vanguard kommt von hinten. Oh Gott, ja, tot. Jetzt hatte ich keine Geduld zu warten, dass wir ihn gescheit erreichen können. Das hat er knallhart ausgenutzt. So, 8 Minuten. Der Wagen ist... Oh nein, sie... Er kommt ein bisschen näher ans Tor ran. Ja, wahrscheinlich verlieren wir das. Auf der Map ist man meistens der Verlierer, wenn man Mason spielt. Aber ich habe es auch schon mal erlebt, dass man als Mason eine Art Wunder, ja, ein Wunder der Technik erlebt hat. Und ein Wunder der Spielegeschichte. Wunder der Technik war schon ein bisschen arg willkürlich gerade eben. Wo sind die? Da, okay. Oh je. Ah, was geht hier ab? Okay. Den hätten wir beinahe gekriegt, aber er war ein bisschen schneller als wir. Naja, bis abkacken muss man ja auch mal wieder in der Aufnahme. Jo. 7 Minuten 42. Diese schönen glühenden Hölzer hier unten. Oh, Alter, ich hab grad einen Herzinfarkt bekommen. Da hat gerade das Handy vibriert. Ich dachte mir gerade so, oh, was war das? Kommen jetzt Aliens, um uns zu holen, oder? Naja, okay, Defeat. Die Runde ist verloren, das heißt, wir sind fertig für diese Folge, Leute. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens mal ein bisschen Unterhaltung und Spaß. Wenn ja, könnt ihr Kommentare, Abos da lassen. Und zwar in Massen, ja, tonnenweise. Damit wir die Helderschaft an uns reißen können. Und die Illuminaten die neue Weltordnung verhindern können. Ja, so. Wir boxen hier noch ein bisschen gegen unseren eigenen Mann. Das ist natürlich sehr, sehr gutes Teamwork. Und ja, Leute. Das waren die letzten Blicke hier auf dieses Schlachtfeld und wir sehen wieder rechts unten im Bildschirm oder auf dem Video den Tränendolch der Stardew's Let's Plays. Er sagt wieder mal mit mir, tschüss Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.